Und die Türen öffnen sich. Start erfolgt. 32. Große Preis der Wirtschaft. Und Potemkin übernimmt die Spitze mit Palace Prince. Dahinter sieht man außen gleich im Nachsetzen Kronprinz, der sich hier mit nach vorne präsentiert. Dahinter ist Degas zu sehen. Folie de Louise folgt dahinter. Dann sieht man die Farben von Melodino und der Franzose zunächst. Letzter Wolfango mit Aurelien Lemaitre. Vorne innen Potemkin mit Eddie Pedroza in Front. Außen ist Palace Prince, Philipp Minarek Zweiter. Die beiden im Vorteil. Dahinter folgt auf dem dritten Platz Andras Starke im Sattel von Kronprinz. Außen daneben die einzige Stute im Feld, Folie de Louise auf dem vierten Platz. Dann sieht man Degas innen auf Rang 5. Daneben Melodino und Wolfango der Letzte. So geht es durch den Schlussbogen. Potemkin, der dieses Rennen vor 3 Jahren gewann, führt mit 2 Längen vor Palace Prince, der Vorjahreszweite. Und die beiden setzen sich im Moment ab, drehen nochmal auf, haben sich etwas Luft verschafft. Die anderen mühen sich dahinter, jetzt näher zu kommen. Aber die ersten enteilt zunächst Potemkin mit Palace Prince. Dahinter ist dann Kronprinz innen. Folie de Louise ist an der Außenseite zu sehen, dann Melodino, Degas und letzter bleibt im Moment noch Wolfango. Die Pferde am 500-Meter-Pfosten, Potemkin vorne, Attacke von Palace Prince, der wird jetzt stärker. Kronprinz tritt auf den Plan innen, dahinter Folie de Louise ebenfalls mit dabei. Vorne der Kampf, innen Potemkin, außen daneben Palace Prince mit Kronprinz, der muss erneut die Spur wechseln. Dahinter Folie de Louise mit dabei, Potemkin, Palace Prince, Kronprinz schießt jetzt daran. Von außen kommt jetzt spät auch noch Wolfango, der Franzose, die letzten Meter, aber an der Innenseite Potemkin, Potemkin wird das Rennen gewinnen. Potemkin macht das Rennen. Dann Palace Prince, Kronprinz, Wolfango, Folie de Louise, Melodino und Degas.